Herr Morenz, das war Ihr erster Vortrag bei einer AZK. Wie war es für Sie, hier vor diesem Publikum zu sprechen? Ich habe schon öfter mal Vorträge gemacht, aber so ein großes Publikum noch nicht. Es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und ich habe auch das Gefühl, hier ist man unter Gleichgesinnten. Und das macht die Sache einfacher. Es ist kein Publikum, wo man was aufzwingen muss, sondern ein Publikum, was hören will. Und das ist sehr angenehm. Ja, und dann würde mich noch interessieren, was hat Sie denn veranlasst, hier einen Vortrag zu halten? Nun, ich bin eingeladen worden und ich bin sehr froh darüber, weil ich möchte den Leuten ja erklären, was Sache ist, damit sie Hilfe haben. Sie sollen ja selber helfen können. Und das kann ich nur, indem ich die Leute informiere und sage, okay, Leute, so ist es. Und das war die Möglichkeit, die mir der Vortrag gegeben hat. Und das ist das, was ich eigentlich wollte. Und ich war dann sehr froh, dass ich die Anleitung gekriegt habe. Ich wusste ja, um was es sich hier handelt. Und es ist ja immerhin eine Profiliga, ne? Ja, in der Einführung wurde ja auch so ein bisschen erklärt, Sie sind Elektroingenieur, Sie haben auch wissenschaftliche Bücher geschrieben. Wie kommen Sie dann zu dem Thema in Obhutnahme durch Jugendämter, ein ganz anderes Gebiet? Ach, überhaupt nicht, gell? Na gut, ich bin mal gebeten worden von einer Freundin von ihr zu helfen, die halt eben das Problem hatte. Ihr Sohn wurde halt vom Jugendamt weggenommen und die Freundin hat gemeint, ich verstehe ein bisschen was von diesen Dingen und ich sollte doch bitte helfen. Und da habe ich gedacht, na gut, ich wollte nicht Nein sagen, bin ja ein netter Mensch. Und dann habe ich gesagt, dann besorge mal alle Unterlagen, Gerichtsurteil und alles, was man so braucht, Gutachten. Und dann schaue ich mal. Und dann habe ich gedacht, na ja gut, jetzt ist Ruhe. Die wird mir ja nicht an den Wildbrand, wer soll die ganzen Unterlagen geben? Habe ich mich falsch gedacht, 3 Tage später hat sie auf der Tisch liegen. Und dann habe ich natürlich auch mein Versprechen wahrgemacht. Und dann habe ich halt gesehen, dass es einfach eine Schweinerei ist, was da läuft. Und dann habe ich von anderen Fällen auch mitgekriegt und dann habe ich gesagt, okay, dann schaue ich mir die auch an und dann fing ich an zu recherchieren. Und ich denke, es ist wichtig, dass da was getan wird, weil Kinder sind die nächste Generation und die wird hier kaputt gemacht. Dann wird mich noch interessieren, das ist ein Thema, das sehr starke Emotionen auslöst. Bei den Betroffenen ist es sehr, sehr einschneidend, solche Erlebnisse. Sie wurden als ein Redner vorgestellt, der das Ganze aber sehr realistisch sieht. Wie schaffen Sie das? Ja, vielleicht habe ich ein Talent dazu. Ich meine, aber es ist halt so, dass ich selber ja auch nicht betroffen bin. Und deswegen kann ich ja auch die Sache von der Distanz sehen. Und außerdem, ich bin ja auch schriftstellerisch tätig, wie Sie ja mitgekriegt haben. Und da muss man das von der Distanz sehen. Wenn ich mich da reinsteigere in das Geschehen, dann kann ich nicht mehr neutral sein. Manchmal ist es schwierig, es gibt es ja zu, weil das berührt mich natürlich auch, diese Schicksale. Aber ich versuche dann einfach Distanz zu bewahren und dann vergleiche ich das mit anderen und dann kriege ich halt sicher, wo passt das in das Konzept rein und dann wird das eine rein mechanische Angelegenheit, dann bin ich aus der Emotion raus. Verzeichnen Sie denn in den letzten 1-2 Jahren auch vermehrt Erfolge der Eltern, die sich an Sie wenden und die Checklisten benutzen? Ja, wie gesagt, wir haben im Schnitt 2 Kinder pro Jahr, wo wir sagen können, da haben wir durch unsere Aktivitäten es geschafft, dass die Kinder zurückgekommen sind. Wir haben ein paar Sachen, die in Arbeit sind. Das dauert manchmal doch etwas länger. Und wir kriegen auch Rückmeldungen, ich kriege auch Rückmeldungen über unsere Homepage, auch von Lesern von meinen Büchern, die sagen, genau das ist das, was ich schon immer wissen wollte und das habe ich probiert und das hat funktioniert. Das ist auch in der indirekte Erfolg. Da kann ich keine Statistik drüber geben, weil ich weiß nicht, wie viele das sind. Interessiert mich auch nicht. Ich bin aber froh, wenn ich diese Rückmeldung kriege, dann weiß ich, ich habe was Gutes gemacht. Es hilft den Leuten und das ist das, was wir wollen. Was geben Sie den Menschen noch mit? Ja, was ich eben auch schon bei einem Vortrag gesagt habe, ihr müsst euch definitiv informieren. Wissen ist das Einzige, was euch schützt.